Jahre 1870, also noch 20 Jahre vor der Abtretung Helgolands vom Vereinigten Königreich Großbritannien an das damalige Deutsche Reich, wurde der Schiffsverkehr von Wilhelmshaven zur Insel Helgoland aufgenommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt Wilhelmshaven 1948 von der damaligen britischen Besatzungsmacht die Genehmigung, wieder eine Schifffahrt. Ich gucke nur immer erst durch den Sucher. Ach ja. Weil auf dem Display sehe ich ja nichts. Das stimmt, ich sehe hier auch nichts. Jetzt fotografierst du nur, ne? Nee. Ach, du fährst noch.
nicht.